Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Chefs, Arbeitgeber, liebe Politiker. Mein Name ist Papa Rüdiger bzw. Herr Bormann. Ich bin angestellter Lehrer in Berlin. Ich beziehe ein relativ sicheres Gehalt und ich könnte mich jetzt im Koronismus feige wegducken und abwarten, wie meine Kollegen. Wäre das nicht das Beste für mich, so kurz vor der Rente sich anlegen mit besserwisserischen Leuten, die nichts gelernt haben außer Gehorsam und diesen auch fordern von anderen, von mir, einem ehemaligen Wehrdienstverweigerer? Ich soll in den Krieg ziehen gegen einen virtuellen Feind, ein Virus. Bin ich so etwas wie ein moderner Vaterlandsverräter, wenn ich nicht das tue, was angeblich alle tun? Die Maske aufsetzen und oh heil du Corona-Impfung in die dämpfende Maske murmeln? Ich könnte hoffen, dass sich demnächst alles zum Besseren wendet und mich damit zufrieden geben, aber ganz ehrlich, das geht nicht. Gar nicht. Ich bin nämlich ein überzeugter Covidiot und der Meinung, eine offene und tolerante Gesellschaft sollte ihre Covidioten lieben. Aber nein, sie begegnet ihnen mit abgrundtiefem Misstrauen. Und das ist noch das Harmloseste, was ich da nennen mag. Die Menschen um mich herum glauben, dass ich sie allein durch meine Anwesenheit töten könnte. Da ich einen positiv getesteten Sohn zu Hause habe und keine Maske aufsetzen möchte. Sie glauben auch nicht, dass ich mich nicht infiziert habe. Sie würden mich gerne jeden Tag testen und halten jetzt den doppelten Abstand mit ihren zusätzlich getragenen, völlig wirkungslosen Masken. Ja, es geht mir aktuell sehr schlecht. Ich verrate Ihnen, warum es mir schlecht geht. Es ist nicht nur mein Misstrauen gegen bösartige Menschen, die es leider überall gibt. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Daher lautet zum Beispiel mein Urteil über die Aktivitäten unseres Corona-Quartetts Merkel, Spahn, Drosten, Wieler nicht vertrauenswürdig. Wobei es inzwischen eigentlich nur noch ein Trio ist, da sich Herr Wieler nicht mehr vor die Kameras traut mit seinen bislang vorwiegend unwissenschaftlichen und folgenschweren Aussagen. Hat er sich inzwischen überlegt, was er einst seinen Enkeln erzählen wird, welche Rolle er im Gesundheitsstaat gespielt hat? Ich bin als Lehrer dem faktenbasierten Arbeiten verpflichtet, sowie der Wissenschaftlichkeit. Darauf kann man sich bei mir auch verlassen, dass ich das tue. Und meine Kollegen wissen das eigentlich sehr zu schätzen, dass ich das tue. Eigentlich. Ich untersuche Dinge lieber dreimal, bevor ich Unsinn erzähle, und das ist gut so, denn man findet immer und überall noch Fehler, kleine und manchmal sogar große. Im Falle von Corona ist es überhaupt nicht schwierig, Fehler zu finden. Die Art und Weise, wie hier Wissenschaft betrieben wird, ist unterirdisch schlecht. Es ist alles voller Fehler und es ist eigentlich für jeden mit Zahlen und Statistik geübten Wissenschaftler erkennbar, denn es sind vorwiegend methodische Fehler. Es macht mich krank, so etwas ansehen zu müssen. Corona ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für den Unterricht, wie man Fake News entlarvt. Und damit meine ich nicht die angeblichen Verschwörungstheorien, die es natürlich auch noch gibt. Ich meine den Umgang mit der Wahrheit. Ich möchte mich nicht an völlig sinnfreie Corona-Maßnahmen anpassen müssen. In meinem Unterricht trägt man keine Maske, möchte ich eigentlich laut herausbrüllen. Machen Sie sich nicht zu Sklaven der Gesundheitsdiktatur und fordern Sie Ihre Freiheit zurück, sofort und überall. Doch im Unterricht gibt es Schülerinnen und Schüler, die auf das Maskentragen bestehen. Bislang dachte ich, das wäre doch deren Sache, auch wenn es bei uns im Klassenraum bislang gar keine Maskenpflicht gab. Ich kann meine Emotionen diesbezüglich nicht mehr steuern. Maskenträger lösen folgende Gefühle in mir aus. Mir gefriert sozusagen das Blut in den Adern, ich habe ein Kloß im Hals, aber oft auch einen Würgereiz und mein Puls rast. Diese Gefühle sind für mich nicht steuerbar und ich weiß aus vielen Kommentaren unter meinen vielen Videos, dass ich damit nicht allein stehe. Ich muss mich jetzt um meine Gesundheit kümmern und ich werde mich fernhalten von Maskenmenschen. Ich kann unter den gegebenen Umständen nicht mehr arbeiten. Ich gehe zum Arzt, vielleicht werden es mehrere sein. Der Hausarzt, der HNO, der Kardiologe, vielleicht kommt noch ein Psychologe hinzu. Masken stehen bei mir inzwischen zweifelsfrei für
Nichtwissen, Ignoranz, Uneinsichtigkeit und Machtmissbrauch. Für die Bereitschaft zur Traumatisierung einer ganzen Gesellschaft und sie sind das Indiz für die Existenz von Psychopathen in der Regierung. Wir kennen diese Leute, diese Spalter, diese Faschisten, unsolidarische Machtmenschen ohne Empathie. Seltsamerweise fordern diese Herrschaften jeden Tag Solidarität für die Umsetzung menschenunwürdiger Maßnahmen. Wir sollen zu Mittätern gemacht werden und wir sollen uns später ebenfalls rechtfertigen müssen. Und später werden alle sagen, sie hätten von nichts gewusst. Aber das ist nicht wahr, sage ich. Sie handeln einfach nur auf Befehl, entgegen besserem Wissen. Beamte sind eigentlich verpflichtet, gegebenenfalls gegen unzumutbare Befehle zu remonstrieren. Sie haben auf das Grundgesetz einen entsprechenden Eid abgelegt. Ich sah gestern in einem Video eine Demo pro Masken tragen. Ich sah einen meiner Schüler mitlaufen. Ich wurde gleichzeitig von einem ungläubigen Lachen befallen, als auch wieder einmal von einem Würgereiz und musste schnellstens auf die Toilette, um mich dort zu erleichtern. Es ist unfassbar, was derartige Veranstaltungen für einen psychogewalttätigen Druck auf mich ausüben, der bei mir sofort körperlich fühl- und sichtbar wird. Ich bezeichne die Politik, die wir gerade erleben, als Gesundheitsfaschismus, weil die verordnete Medizin gegen Corona für mich schlimmer ist als die Krankheit selbst. Das Maskentragen ist nur ein Teil von Zwangsmaßnahmen des Corona-Regimes. Es wird auch immer noch über eine mögliche Zwangsimpfung gesprochen. Wer zwischen den Zeilen lesen kann, dem ist klar, dass davon nicht abgerückt werden wird. Alles, was möglich ist, wird auch geschehen. Ich fordere daher klare gesetzliche Rahmenbedingungen für eine freiwillige Impfung. Der Druck auf mich hält durchgehend an und wird mal stärker und mal schwächer, je nachdem, wie weit ich mich entferne von den Verursachern meiner Krankheitssymptome. Am schlimmsten wird es, wenn Menschen versuchen, den Maskenzwang mit völlig falschen und fehlerhaften Fakten und Argumenten zu untermauern und zu rechtfertigen. Die verantwortlichen Politiker haben ihre Gesinnung und ihren Willen zur staatlichen Übergriffigkeit klar zum Ausdruck gebracht. Sie glauben, über uns frei nach Belieben verfügen zu können. Sie zensieren uns inzwischen sogar nach Belieben. Sie mögen und wollen sich all das Leid, welches sie mit ihren Maßnahmen den Menschen bringen, weder anhören noch ansehen. Unsere heute verantwortlichen Politiker sind empathielose Roboter, die kein Mitgefühl für uns empfinden und immer mehr Öl ins Feuer kippen, anstatt endlich zu deeskalieren. Alle Notstandsverordnungen sind sofort aufzukündigen. Entmachtet die Gesundheitsfaschisten und lasst sie nie wieder an die Macht. Es ist nicht einfach, eine Maskenbefreiung zu bekommen, sagte mir mein HNO-Arzt am Freitag. Er hätte deshalb bereits Ärger bekommen. Ich müsste zuerst zum Hausarzt und zum Kardiologen. Okay, dann werde ich jetzt auf Wanderschaft gehen.